Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTuma mal wieder am Start und wir machen heute wieder weiter mit euren Leveln und wir beginnen heute mit einem Level von dem guten Arne und ja, er hat das Level gebaut mit dem Namen Agoni und okay, es ist auf jeden Fall etwas schwieriger und es gibt keine Red Coins und ja, mal schauen, wie das so ist, ne? Gut, gut, okay. Spin Jump, alles klar. Nochmal ein Spin-Jump? Ach, ist das so ein Spin-Jump-Castle, ne? Kann gut sein. Dann machen wir es auf jeden Fall mal. Und wo muss ich jetzt hin? Achso, ich muss wieder zurück. Oder? Ja, anscheinend. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Und hier drauf. Ja, okay, cool. Und hier kommen wir nicht rein. Nein. Und hier auch nicht. Nee, da ist auch nichts. Okay. Gut, aber hier muss ich runter. Und dann irgendwo abspringen wahrscheinlich. Oder dahin. Ah, okay. Warum musste ich dann auf die Donutblöcke? Ja, wahrscheinlich damit es kein Blind Jump ist einfach. Und ja, ansonsten gab es da keinen Hintergedanken. So. Okay. Alles klar, alles klar. Und hier dann geduckt runter. Perfekt. Und hier ist nix. Dann geht's hier weiter, okay. Und weiter spinnen. Und ich aktiviere das Ding mal. Ach, kann ich nicht. Da ist noch ein Block dahinter. Verstehe. So, ich würde gerne hier hoch. Gut. Ein Powerblock. Achso, da kriege ich den Mancher weg. Gut. Perfekt. Und kommt da was raus? Ah, ein P-Switch. Gut. Da muss ich hier wahrscheinlich mich beeilen irgendwo. Ach, da muss ich reinspringen. Also, es wird ein bisschen schwierig. Ich versuche mal hier drauf zu landen. Denn, ach so. Ich verstehe. Ach so, ja, der P-Switch hat die. Hat die Münze aktiviert und dann konnte der Knochentrochen rausgeschossen kommen. Und hier habe ich anscheinend schon wieder was verpasst. Ja, genau. Und hier dann weiter, okay. Und wieder spinnen. Und oben links hin, jawohl. Und dann geht's hier wieder weiter. Und wahrscheinlich muss ich jetzt nach rechts. Ja, oder nicht? Na, ich gehe mal hier entlang. Ich weiß nicht, ob ich hier lang gehen soll. Ich glaube nicht. Nee. Okay. Oder muss ich das aktivieren? Geht aber nicht, ne? Nee. Gut. Dann gehen wir wieder zurück und holen uns die Rakete. Oder die Kugel. So. Ah ja, hier ist es schön markiert. Und da komme ich nicht rein. Und muss ich wieder zurück? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich gehe durch die Tür. Ich denke, das ist sinniger. So, ist hier noch was versteckt? Feuerblume oder so? Eine Feder? Oder ein Yoshi? Nein! Ich krieg nur den Stachel ab. Okay. Gut, gut. Und wo bin ich? Achso, ich bin hier. Okay. Ich verstehe. So, ach Gott. Gut, ich sollte vielleicht etwas warten. Bis die Dinger runterkommen und auch vollständig unten sind. Jawohl, und das war nicht gut. Wo muss ich hin? Ah. Ich hätte gleich weiterspringen müssen. Okay, aber das kriege ich hin. So, da bin ich wieder. Und diesmal springe ich einfach weiter. So, jawohl. Und hier hoch? Achso, das war dann die andere Reset-Tür sozusagen. Gut, ich muss, denke ich, in die Röhre. Aber hier oben ist... Es sieht wieder so aus, als ob da was wäre. Aber ich denke, da ist nichts. Von da gehe ich in die Röhre, ja. Und ich muss mich wieder beeilen. Nehm gleich mal die Reset-Tür. Und dann bin ich los. Jawohl. Und zweiter Checkpoint. Nice. Und ich spinne mal lieber. Was? Warum bin ich jetzt gestorben? Kann man auf dem nicht spinnen? Oder war ich schon in der Lava? Aber eigentlich nicht, ne? Na, okay. Aber im Spin-Jump, geht der Knochen trocken in sich zusammen. Verstehe. So. Und bei einem normalen Sprung kann ich theoretisch unendlich oft auf ihn draufspringen. Genau. Und hier ist ein Smiley. Oh. Ich habe das Gefühl, ich muss da das Trampolin auf die Pflanze schmeißen. Oder? Ach, das geht gar nicht. Da muss ich auf der Pflanze spinnen. Okay. Na. Das war nicht gut. Kriege ich hier einen Pilz wieder? Ich krieg keinen Pilz? Was?
Wirklich nicht? Ernsthaft? Was muss ich da machen, um nicht getroffen zu werden? Lol. Oder muss ich da überhaupt lang? Vielleicht ist auch rechts der Weg. Okay. Oder, ah, so. Warte. Ah, okay, gut. Ich habe verstanden. So, gleich nochmal am besten. So. Jetzt ist der Pilz weg, das stört mich so ein bisschen. Aber egal, das schaffen wir. Okay. Nice. So. Und ich hätte gleich wieder losspringen müssen, ne? Okay, da wurde ein Block zerstört. Ach nein, ich darf nicht zurück. Ach, okay. Ja. Dann habe ich jetzt nicht gedacht. So, da bin ich wieder. Und diesmal sogar groß. Diesmal gehe ich gleich auf die Kanone und das ist ja hier markiert. Und eine Bombe hat sich aktiviert, Wiggler. Okay. Ich kann mich leider nicht ducken. Nicht während dem Sprung, oder? Nee, das geht nicht. Ach Gott. Gefährlich. Aber ich habe es geschafft. Und Yoshi-Eier. Oh, ich krieg Yoshi. Ich bin noch nicht da. Noch nicht ganz, aber ich komme. Ich komme und ich beeil mich sogar jetzt. Yoshis. Oh, ich will euch haben. So, ich denke, ich muss mich beeilen. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich mich auch gleich beeilen. Oh ja, ich krieg den P-Switch und dann muss ich mich beeilen. Na gut. Okay, okay, okay. Wo muss ich hin? Das ist die Reset-Tür, oder? Ah ne, das war richtig. Alles klar. Oder doch nicht? Nee. Yoshi! Hi! Oh, so viele Yoshis. Und Ziel! Jawohl! Ja, war ein schönes Level, hat mir gut gefallen. Außer, dass jetzt die paar Yoshis in der Lava sind, aber... Ja, damit kann man irgendwie leben. Gut. Die kommen ja bald wieder, ne? Die leben ja weiter in der Lava, also... Die sterben da nicht, ne? Genau. Jo, war ein schönes Level. Und kriegt einen Stern. Und ein Yoshi habe ich gerettet. Na, immerhin. So. Ja, also auch die Mechaniken haben mir gefallen, ja. Nicht schlecht. Und wir machen dann weiter mit... Bastianio, genau. Gut, das sieht auf jeden Fall nicht so leicht aus, hat aber eine hohe Abschlussrate, von daher sollte es eigentlich passen. Und genau. Yoshi kommt auch vor. Und Ranken. Okay. Ist hier ein Secret? Nee. Knochen... Nein, Yoshi! Na ja, super. Das fängt ja schon mal gut an, würde ich mal sagen. Aber mir gefällt, dass ich gleich am Anfang Yoshi habe. So, den Pilz will ich, genau. So. Okay. Und dann so. Ah, gleich Feuerblume. Okay. Alles klar. Und ich kann jetzt mit Knochen schmeißen. Wobei, Feuer wäre mir lieber, ne? Oder? Naja. Kommen wir da überhaupt durch? Ohne getroffen zu werden. Ja. Okay. Sehr schön. Und tranken. Ach, scheiße, ich wollte die Knochen eigentlich nicht rausschmeißen, aber egal. Und Buhu-Kreise, ja, wie ich sie liebe. Ich liebe sie so, über alles. Ach. Ja, komm. Buhu-Kreise sind noch nicht so nervig. Aber ich glaube, da war noch was, oder? Ein One-Up, okay. Und ich krieg den Yoshi wieder. Und ich hätte mir den P-Switch nehmen sollen. Okay. Machen wir doch mal. Okay. Okay, ja. Und ja, da kann ich überall laufen, zum Glück. Ich habe schon kurz gedacht, ich hätte mich beeilen müssen, aber zum Glück war es nicht so. Gut. Wieder Power-Up. Schon fast zu viele Power-Ups, aber ich will mich nicht beschweren, weil immer wenn ich mich beschwere, dann werde ich dann getroffen. Ups, okay. Yoshi, mit dir bin ich unverwundbar. Und da ist noch ein Yoshi. Okay. Ja, wahrscheinlich... Ach Gott! Falls man den verliert. Und ich wollte eigentlich zurückgehen, aber... Ich glaube, ich hätte auch zurückgehen müssen. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder? Na doch, komme ich. Okay, daran hat er gedacht. Mehr oder weniger. Die Frage ist, ob das beabsichtigt war oder nicht. Gut. Aber den Twomp, den konnte man nicht sehen. So, Knochen trocken, tot. Und ich werde jetzt mit dem Knochen... Ich werde von dem Knochen beschützt. So. Sonst ist es immer das Ei von Yoshi, was mich beschützt. Aber, naja, kann auch mal der Knochen sein, ne?
Und ich sollte nicht alle wegschmeißen. Ja, hier brauche ich die nämlich vielleicht. Oder auch nicht. Ich brauche einen Schlüssel. Achso, ich hatte einen Schlüssel. Okay. Na, zum Glück. Weil sonst wäre ich jetzt nicht mehr runtergekommen. Gut. Alles reicht. So. Du. Reaktion. Ich hoffe, ich brauche den Yoshi gerade nicht. Ah, der kommt ja gleich wieder. Alles klar. So, Knochen. Und noch ein Power-Up. Ja, sehr, sehr viele Power-Ups. Dass man eigentlich auch gar nicht sterben kann. Außer mit einem Instant-KO. In Form von Lava oder so. So, Yoshi. Nice. Ach, Yoshi. Und Bowser-Flammen. Ach, komm. So, jetzt hat aber... Ach, die Bowser-Flammen. Ja, okay. Ach, Gott. Dieser Stachelkock. Der nervt. So. Okay, die Flamme nehme ich auch noch mit. Gut. Und hier könnte man instant sterben. Okay. Glück gehabt. So. Wo brauche ich den Helm? Das ist die Frage. Und ich bin tot. Nein, ich bin nicht tot, aber... So ziemlich. Ja, gut. Wo brauche ich den Stachelhelm? Und ich habe ja dann auch nur eine Chance, ne? Also ein bisschen komisch ist das schon jetzt hier. Ach so, ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Flamme den hat. Und das war nicht gut. Jetzt kriege ich den nicht mehr zurück. Ja, das ist eine Stelle, die nicht so schön gebaut ist. Jetzt muss ich mich umbringen. Und das hier ist der schnellste Weg. So, diesmal bin ich vorsichtig. Und zerstöre alle Flammen hier. Gut. Hat jetzt einen Schlüssel einer? Nein? Wer dann? Die Flamme da unten? Na hier? Nö. Ach, da geht's rein. Ach so, okay. Gut, dann geht's da rein. Ah, und dann hat der Bursche den Schlüssel. Verstehe. So. Ja, oh, wieder so viele Power-Ups. Und das sind dann auch noch die besten Power-Ups. Also, da hätte ein Pilz auch gereicht, weil man wird ja kaum getroffen. Und ja, ein Pilz reicht da vollkommen. So, oder halt eine Feuerblume. Aber naja, so ist es halt viel zu einfach. Gut, dann gehen wir wieder zurück und dann durch die Tür. Und, ach so, wir sind schon bei der Tür. Alles klar. Und Röhre. Okay. Und Checkpoint. Das heißt, jetzt kommt der Final Boss. War das der zweite Checkpoint? Ich glaube schon, ja. Ja, das war der zweite. Gut. Buhkreise und sowas hier. Okay. Aber die Buhs, die töten wir nicht. Mehr oder weniger. So ein bisschen halt. So, die können mir hier nichts ausrichten. So. Ah, schade. Wenn das jetzt der letzte Hit gewesen wäre, das wäre so cool ausgesehen. Das hätte wirklich cool ausgesehen. Na, egal. Ach, ein Hit zu früh. Egal. Und da wäre noch eine Tür gewesen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine Reset-Tür für das Level ist. Es ist zumindest... Naja. Also viele bauen das schon ein. Nachdem sie das bei Bowsers Puzzle-Dungeon gesehen haben, ne? Von daher, man weiß es nicht, ne? Man kann nie wissen. Aber für die Abschlussrate ist es eigentlich dann eine zu fiese Falle. Gut, aber es hat mir auf jeden Fall gefallen. Außer halt, dass es vielleicht zu viele Power-Ups gab. Die waren gar nicht nötig. Gut, wir machen auf jeden Fall ein Level noch. Und die Frage ist nur, welches? Tobias? Ja, das sieht eigentlich ganz angenehm aus. Ja, nehmen wir noch das. König Piranhas Ice Castle. Deutsch und Englisch. Alles klar. So. Wobei, Castle ist ja schon mehr oder weniger eingedeutscht. Also... Ja, kann man sagen. Also das ist ein deutscher Levelname. Ja, also würdet ihr Castle in beide Sprachen akzeptieren? Ja, ich würde sagen schon, ja. Also es ist halt so ein Fachbegriff, ne? Wenn man so will. Gut. Ein Eiscastle. Ich habe jetzt die Beschreibung zwar nicht parat, aber egal. Die lese ich dann durch, wenn ich sterben sollte. Aber brauche ich die Red Coins? Weiß ich nicht. Ich lese es doch schnell durch. Okay, ich brauche die Red Coins nicht. Das sind nur Yoshi Coins. Gut, dann hoffe ich natürlich auch darauf, dass es einen Yoshi hier gibt.
So. Und irgendwo gibt's eine Stelle, wo ich einen Trampolinsprung machen muss. Okay. Aber er hat gesagt, am Anfang. Ach, hier. Gut. Sprengen wir das mal auf. Schadet ja nicht. So. Und ich brauche die doch nochmal, oder? Nee. Nee, anscheinend nicht. Na gut. Muss ich hier den Trampolinsprung schon machen? Oh, ach so, für die Coin. Ah, okay. Ah, nee, da hätte auch ein ganz normaler Sprung gereicht, ne? Na gut. Nee, da kann ich mich nicht hinbomben. Also, theoretisch schon, aber das sollte ich nicht machen, nee. Gut. Ja, dieser Bosskampf ist besser zum Beispiel, weil hier sind nicht so viele Power-Ups. Der Boss ist allgemein schwerer und es sind halt Pilze. Genau. So. Okay. Und das reicht auch vollkommen. Genau. So, Checkpoint, ah. Gut. Und Hammer Bro? Ja, brauche ich das Trampolin noch oder nicht? Das ist die Frage. Ja, ich wusste, dass hier was ist. Ich habe jetzt eigentlich mit einem Yoshi oder einer Feder gerechnet, aber hier ist wahrscheinlich eine Coin. Ah, okay. Eine Yoshi-Coin. Das ist doch ein schöner Ausgleich. So, oh Gott. Brauche ich das Trampolin wirklich noch? Weil ich kann nicht spinnen! Ach Gott. Na gut, jetzt ist es weg. Jetzt ist das Trampolin weg und ja. Jetzt brauche ich es nicht mehr. So, aber jetzt kann ich zumindest spinnen. Von daher sollte es diesmal einfacher sein. Und die Flammen sind mit Münzen markiert. Das ist doch schön. So. Oh Gott. Ah, okay. Und keine Feuerblume. Gut. Und das hält auch den Schwierigkeitsgrad. Genau. Ach, hier hätte ich einen Trampolinsprung machen können, oder? Wahrscheinlich schon. Aber da kann ich einfach so unten durch. Alles klar. Ach so. Aber ich kann es auch anders lösen, hat er gesagt, wenn ich mich gut anstelle. Die Frage ist, wie hat er das gemeint? Gibt es hier einen Koopa-Panzer irgendwo? Nee. Na gut, ich komme da nicht hoch. Nö. Oder komme ich doch hoch? Gibt es hier einen unsichtbaren Block? Ja, ich rechne damit, dass es irgendwo einen Koopa-Panzer gibt und ich einen Shell-Sprung machen kann. Och Gott, Kettenhund. Der ist fies. Der ist echt gemein. Okay. Oh, schnell weg. Genau, nein, 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 ich wusste es. Ach Gott. Und ich krieg das Trampolin auch nicht mehr zurück. Also ich müsste jetzt halt das Level neu laden quasi. Ja, und jetzt brauche ich die Münze eigentlich auch nicht mehr einsammeln, weil... Ja, die brauche ich nicht, weil... Ich kann die dritte ja nicht holen. Oder ja, ich hole sie doch trotzdem mal. Weil vielleicht habe ich ja irgendwas übersehen. Irgendein Panzer oder so. Mal schauen. Nee, also übersehen habe ich nichts. Nö. Hm. Na egal. Vielleicht gab es da doch einen unsichtbaren Block irgendwo. Wer weiß. Hier ist auf jeden Fall ein Smiley. Okay. Den Smiley baut irgendwie jeder in sein Level ein. Habe ich das Gefühl. Okay. So. Okay. Dieses Gesicht ist aber nicht symmetrisch, ne? Oder? Doch. Oh. Nein. Doch. Es sah so asymmetrisch aus, aber... Okay, gut. Habe ich mich getäuscht. Mein Augenmaß ist auf Mario Maker fixiert und nicht auf das Design, ne? So. Noch ein Pilz. Auch viele Pilze, aber immerhin nur Pilze. So, hier komme ich leider nicht rein, weil ich die Münze nicht habe und mir fehlt noch eine Münze. Ja gut. Die ist vielleicht hier oben. Nö. Gut, und ich habe auch keinen Koopa-Panzer gefunden. Also, ja. Naja, keine Ahnung. Gut. Ja, vielleicht meint er auch damit, dass ich den Checkpoint gar nicht brauche. Ja, das kann auch sein. So, ich sehe jetzt keine Möglichkeit, wie ich den Boss besiegen kann. Das heißt, ich warte mal ab. Und es gibt viele Pilze. Das ist schön. Und die brauche ich auch. Gut, und es kommt irgendwann ein P-Switch runter. Ja, da kommt er auch schon. Gut. Schlüssel? Das war's noch nicht, ne? Da kommt noch mehr. Oder doch? Stern? Ich brauch den Stern. Ja! Perfekt. Gut. So. Dann brauche ich den Checkpoint wirklich nicht. Ja. Ja, ich glaube, das hat er gemeint. Dass ich die Münzen nicht brauche, weil ich sowieso den Boss schaffen würde. Ohne Checkpoints. Genau. Ja. Hat mir gefallen. Und... Ja, genau.
das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Blöksu und ciao!